herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander von Wernbord und ja, heute wieder aus Ungarn. Ich muss meinen Daumen weg tun. Volltreffer. Joa, heute mal aus Ulmen. Worum geht es heute? Heute geht es um den letzten Part, und zwar den vierten Part. Wir haben ja besprochen, den ersten Zugang. Dann ja, dann zwei. Wie man sprich eine Beziehung aufbauen kann. Nun kann man das natürlich auch auf andere Lebensbereiche umstrukturieren. Man muss halt nur ein bisschen umwandeln können. Kommen wir zum vierten Part, und zwar der Part Nachempfinden. Viele sagen, ja, ich empfinde dir nach, ich weiß, wie du dich fühlst. Und schon mit diesem, ich weiß, wie du dich fühlst, kann passieren, dass die andere Person, der ihr das sagt, dass sie in eine Abwehrhaltung geht und nach dem Motto dann denkt, von wegen, woher sollst du wissen, wie ich mich fühle? Du bist ja nicht in meinem Körper oder sowas in der Art und Weise. Oft bei Jugendlichen zu sehen oder in Teenageralter, sag ich mal. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wollen ja die Kinder den Eltern nichts mehr erzählen von ihren Sorgen oder sonstigem. Also sie blocken ab. Und dann kommen ja die meisten Eltern hin und sagen, hey, sag mal, was ist denn los mit dir? Fang an zu drohen, fang an zu sagen, ich weiß, wie du dich fühlst und so weiter und so fort, um nur eine Antwort rauszubekommen. Der Punkt ist allerdings, soweit das der Fall ist, wenn man droht, versucht, gut einzureden und so weiter, schaltet jede Person ab. Sie geht in eine Abwehrhaltung. Um das zu vermeiden, kann man hingehen, mit empathischen Bemerkungen entsprechend sagen, beispielsweise, hey, du scheinst ja gerade über etwas Wichtiges nachzudenken. Und dann kann die erste Reaktion sein, die Person geht hin und sagt, ja, ich denke darüber, sie erzählt es. Das wäre optimal. Die zweite Möglichkeit wäre, sie erzählt Bruchteile. Sie gibt nur Bruchteile Antworten und man sagt nichts mehr. Dann kann man wiederum weitere empathische Bemerkungen formulieren, um mehr Details herauszubekommen. Die dritte Reaktion wäre Abschaltung. Das heißt, sie sagt nur ein Wort und dann schweigt sie. Und ab dem Zeitpunkt sollte man dann sagen, hey, okay, du scheinst nicht darüber reden zu wollen. Sag mir Bescheid, soweit du darüber reden möchtest. Und indem ihr die Möglichkeit der Person gibt, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen, beziehungsweise das, was sie wirklich mitteilen möchte, zu sagen, nicht einzureden oder zu versuchen zu argumentieren oder sonst was, sondern einfach nur nachempfinden, dementsprechend wird sie euch auch teilweise, soweit sie natürlich das Vertrauen in euch hat, wird sie euch dieses Vertrauen entgegenbringen. Und euch das Ganze erzählen. Das ist der wichtigste Punkt. Was euch erzählt wird, bleibt oder sollte unter euch bleiben. Deswegen der vierte Punkt, nachempfinden. Sprich, man versucht sich in die Situation der anderen Person reinzudenken. Das war Alexander von Lernbord. Auf Wiedersehen. Tschüss. So Leute, herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Kraft von Lernbord und wir sind mitten in der Nacht sozusagen. Ja, gut, fast in der Nacht. Die Nacht beginnt erst. Aber mir ist was, sag ich mal, ein bisschen aufgefallen. Ich habe auch schon Anrufe bekommen gehabt und die meisten habe ich abgelehnt. Aus folgendem Grund. Es ging darum, die Pickup-Szene allgemein. Das Problem hierbei ist, die meisten verwechseln Pickup mit Freunde suchen bzw. die Liebe ihres Lebens und sowas in der Art. Denn die Pickup-Szene generell, also das alte Pickup, sieht darauf hinaus, man geht raus, versucht eine Frau zu verführen. Ist wohlgemerkt, es gibt auch weibliche Pickup-Artisten, die verführen Männer. Also es ist keine Männerdomäne, sondern auch eine, weibliche sind auch dabei. Und entsprechend dessen, je nachdem, die Pickup-Szene, ist so, der grundlegende Gedanke ist ja, man geht raus, lernt neue Leute kennen und vielleicht wird man Freundschaft. Die meisten allerdings haben es irgendwie missverstanden und gehen darauf hinaus, dass Pickup damit zu tun hat, dass man rausgeht, eine
sich einen Sexpartner angelt. Und wenn man einen Sexpartner hat, dann hat man ein bisschen Spaß. 1, 2, 4, 5 Mal. Je nachdem, wie das Ganze passt. Bis einer nicht mehr möchte. Und das werden die Pickup-Szenen. Ne? Was, worunter die meisten das verstehen. Man geht raus, schleppt Frauen ab und ja, hat Sexpartner. Problem an der ganzen Sache ist, wenn ihr diesen Lebensstil einschlägt, ihr habt vielleicht wenn ihr 19 seid, 18 seid, 17 maximal, beispielsweise 17 bis vielleicht mal Mitte 30, also Mitte 20, so rum, sag ich mal bis 25 Jahren, bis 26 Jahren habt ihr Spaß. Vielleicht. Je nachdem, wie oft ihr das macht. Aber irgendwann mal kommt der Punkt, da ist die Grenze erreicht. Je mehr Sexkontakte man hat, je mehr Sexpartner man hat, desto leerer fühlt man sich. Und irgendwann ist dieser Sex nichts mehr wert. Man sehnt sich dann nach der festen Beziehung. Und da schreitet dieses Problem ein, was das andere nicht hat. Denn man betrachtet die Person als Sexpartner, während die andere eventuell mehr Gefühle für einen hat, also eine Anziehung hat. Aber man stößt sie ab. Sobald man sie einmal abgestoßen hat, ist es schwer, sie wieder zurückzubekommen. Man wird blind, sozusagen. Man sagt ja, man ist blind von ihm, aber in dem Sinne. Deswegen unterscheidet zwischen der Pickup-Szene allgemein und der Persönlichkeitsentwicklung. Die Persönlichkeitsentwicklung baut darauf auf, man wird für die Leute empathischer, man geht hin, geht öfters auf die Leute zu, man lernt neue Leute kennen, entsprechend um deine Interessen zu vertreten, um die Interessen derer zu vertreten, Freundschaften bzw. verschiedene Beziehungsarten zu knüpfen. Denn das Normale geht ja davon, also man geht ja davon aus, Fremder, dann Bekanntschaft, dann unverbindliches Treffen, Freunde und eventuell bei manchen eine Liebesbeziehung. Das ist der Abfolge. Also wenn versucht, wenn, sag ich mal, mit Frauenproblemen, geht nicht darauf hinaus und versucht in die Pickup-Szene zu gehen. Ist zwar schön und gut, hier kann jeder ausprobieren, aber ich würde es persönlich nicht empfehlen, denn die Pickup-Szene ist für den Anfang sehr schön und gut, wenn das Sexkontakt angeht. Mehr ist auch nicht raus. Also langfristiges, dann könnt ihr es vergessen. Das war Alexander von Lernbord. Auf Wiedersehen.